Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tales of Symphonia. Fantasia. Wir sind jetzt erstmal hier ziemlich jämmerlich gestorben. Befinden uns sozusagen jetzt wieder an der genau selben Stelle, mehr oder weniger. Wir kriegen genau dieselben Kämpfe. Also ich finde Arts eigentlich... teilweise echt lächerlich. Das Problem war echt die scheiß Wölfe. Weil sie sie umgebracht haben und allein habe ich... Das war einfach furchtbar. So, lass mich ran, wieder die vier Wölfe. Nein. Ich hoffe, ich treffe eine Partnerin nicht versehentlich. Also sie braucht dringend ein Fruchtgummi. Das ist ja peinlich, wie viel KP sie noch hat. So. Das war wieder die maximale KP. Okay, jetzt haben wir genau das, was ich nicht wollte. Nein, ich bin schon wieder gestorben. Aber keine Sorge, ich habe genau jetzt davor nämlich ein Safe State gelegt. Und ich glaube, wir werden das Ganze auch anders da machen. Wir gehen direkt so rum. Also das war, ja, wenn es geht. Wir wollen ja noch in die Stadt irgendwie. Ja, komm her.
Sehr dummer Gegner. Aber ich war auch nicht gerade. Magisches Auge, die Zukunft zu sehen, bla bla bla. So. Entschuldige, darf ich fragen, was du hier machst? Das geht dich nichts an. Okay. Was ist? Mint? Diese Frau, sie ist krank. Wirklich? Ich finde, sie sieht aus, sie sieht ganz gesund aus. du bist nicht gerade scharfsinnig. Sie ist liebeskrank. Liebeskrank? Dieser leere Blick, dieser Ausdruck des Schmerzes, der von ihr ausgeht. Ich frage mich, ob wir ihr nicht irgendwie helfen können. Wir sollten uns lieber um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Was hast du gesagt? Nee, nichts. Das könnte man so als diese Skip-Texte machen, aber die kann man halt, ja. Gasthaus von Ding. Ja, das kann uns sehr gut tun. Willkommen. Bleibt ihr über Nacht? Das macht 20... Oh, nur 20... In den kostet es 100 Gold. Da nur 20, das können wir uns locker leisten. Kennt ihr die Höhle östlich von Ballend? Ich habe von jemandem erfahren, dass dort... der mal dort war, dass dort viele kleine Kreaturen hausen. Vielleicht sind das ja irgendwelche Geister. Eine Libelle! Danke, dann kann ich die Truhe hier öffnen. Fragezeichenstab erhalten, ne? Ich hab keine Ahnung. Aber mich wundert es gerade. Achso, doch, wir haben. Ich dachte eben, da wäre nur eine 35, war aber eine 85. Ah ja, ich werde langsam blind, Freunde. Glaubst ihr wirklich, dass es Krieg geben wird? Krieg? Ja. Meine Mama sagt, dass ein König aus dem fernen Land Krieg führen wird. Lebensmittelhändler, willkommen! Lebensmittelhändler, wir haben ein breites Angebot. Ich werde jetzt nicht mit allen reden. Oh, das sind zwei Truhen. Da, die nehme ich natürlich mit. Items kann man ja immer gebrauchen, ne? Rennen wir mal ein bisschen. Fragt sich nur, wie wir da hinkommen. Wunderchili. Und Mischchili. In späteren Spielen heißt es übrigens Gummi. Vielleicht sollte es jetzt auch schon Gummi heißen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ach du liebes bisschen. Oh, es tut mir leid. Ich bin damit beschäftigt, Abendessen zuzubereiten. Für deine Katzen? Das stimmt, für meine Katzen. Die sehen aus wie Snoopy Cats. Ein bisschen. Katzner. Ich bin der Katzner. Oh, süße kleine Kätzchen. Hilfe. Hilfe, lass mich hier durch. Meine Güte. Zu viele Katzen.
2000 Gar. Oh. Und natürlich kommen wir da direkt in den Waffen- und Rüstungsladen. Mit 2000 Gold, warum nicht? Da will ich ja mal nichts sagen. Lol, bringt rein gar nichts bei ihr. Alles klar. Okay. Wir haben hier noch ein paar Items, so ist es nicht. Und wir sind eigentlich auch noch gut aufgestellt. Ja gut, die paar Tote tun wir jetzt mal. Saustelle hatten die also schon damals. Lustig. So. Millard. Stell mir eine Tasse einfach auf den Tisch. Mint, entschuldige. Bist du Klaus? Hm? Da bin ich aber. Was kann ich für dich tun, kleine Lady? Wir möchten, dass du uns mit deiner Magie hilfst. Wirklich? Oder du bist bestimmt eine Schülerin der Magiekunst. Wenn das so ist, Midgard ist dort hinten. Die Studiengebühr trägt 10.000 Gold. Im Voraus. Was eine Gebühr, aber... Dies ist keine Wohltätigkeitsorganisation. Komm wieder, wenn du bereit bist, Prinzessin. Nenn mich nicht Prinzessin. Tut mir leid. Du hast dich mir nicht vorgestellt. Oder sind wir doch uns schon mal begegnet und ich hab's es vergessen? Oh, ich heiße Mint. Und dies hier ist Crass. Wir brauchen Magie, um Diaos zu besiegen. Willst du uns helfen, bitte? Diaos besiegen? Ist das euer Ernst? Das ist mal ein interessantes Lügenmärchen. Ihr wollt doch in Wirklichkeit nur kostenlos ein paar magische Sprüche lernen, habe ich recht? Bitte? Nein! Klaus! Das war nicht nett! Mildart! Ich kann das nicht glauben! Manchmal begreife ich dich einfach nicht. Du bist so ungehobelt. Wo bleibt dein Herz, um Himmels Willen? Du hast gerade erst kennengelernt, ja? Und sie bitten dich um Hilfe, ehe ich mich. Kannst du nicht ein bisschen netter sein? Du bist so ein Idiot. Es tut mir leid. Manchmal benimmt er sich wie ein kleines Kind. Leute wie ihn braucht ihr nicht. Ich werde euch jemanden vorstellen, der Reife besitzt und zuverlässiger ist. Vergesst ihn einfach. Wie? Hey! Was meinst du mit Leuten wie ihn? Was für Leute? Hab ich etwas Falsches gesagt? Oder schmerzt einfach nur die Wahrheit? Genug! Wer außer mir soll ihnen denn sonst helfen können? Hey, langsam begreift er's. Wir haben gehört, dass Menschen keine Magie anwenden können. Das stimmt nicht wahr, Klaus? Da möchte ich dich bitten, dich unserem Team anzuschließen. Wenn jemanden, der Magie anwenden kann. Mich euch anschließen? Richtig. Hören wir erstmal an, worum es überhaupt geht. Aus der Zukunft sagt ihr? Es wird mir schwer, das zu glauben. Ich kann es dir nicht vorwerfen, dass du uns nicht glaubst. Auf jeden Fall können wir Diaos nur mit Magie besiegen. Bitte. Bitte hilf uns. Also eigentlich bin ich ein Mensch genau wie ihr. Oder
sehe ich oder sieht ihr spitze Ohren an mir. Ich bin nicht mal halb elf. Es tut mir leid, aber ich kann auch... Ich kann auch keine Magie anwenden. Zumindest jetzt noch nicht. Aber... trotzdem. Eines Tages werde ich beweisen, dass auch Menschen Magie anwenden können. Ich erforsche das Beschwören. Das ist der erste Schritt in die richtige meines Ziels. Aber bis jetzt kannst du noch nichts beschwören, oder? Bist du endlich die Klappe halten? Ne? Tut mir leid, wenn das etwas plötzlich kommt, aber werdet ihr mich ins Tal der Einsamkeit begleiten, ne? Kress und Mint? So war doch die Namen. Das sind wir. Vielen, vielen Dank. Oh, und diese Bücher beschäftigen sich mit Magie und Elementargeistern. Vielleicht lernt ihr etwas aus ihnen. Und vergesst das hier nicht. Album erhalten. Mint erhält einen neuen Titel. So, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Okay, der ist sogar höher gestuft als wir. Warum nicht? Oh, da ist noch eine Truhe. Wie wir kommen da irgendwie dran? Wie kommt man da dran? Keine Ahnung. Auf jeden Fall lauter Libellen. Nein, ich wollte gar nicht da rein. Leute, hier steht hier die Brücke noch. Ah, was haben wir hier? Wo sind wir hier? Im Tal der Einsamkeit. Den Tal der Elementgeister des Windes. Elementgeister des Windes? Beschwören ist die Fähigkeit, mit Elementargeistern Pakte zu schließen. Und sie dazu zu beschwören, ist der Magie sehr ähnlich. Für einen Pakt benötigt man einen extrem wertvollen Ring und es ist sehr riskant. Ein Ring? Belassen wir es für den Moment dabei. Ich muss mit dem Mann sprechen, der hier lebt. Entschuldige, seid ihr Bart? Und wer seid ihr? Ich bin Klaus. Ich will versuchen, mit dem Elementgeist des Windes einen Pakt zu schließen. Ihr solltet damit noch etwas warten. Erinnert euch an das Erdbeben? Seitdem sind die Erdgeister voller Unruhe und aggressiv. Den genauen Grund kenne ich nicht. Es ist zu gefährlich, um ihn herauszufinden. Uns bleibt keine Zeit. Also haben wir gehofft, ihr würdet euch von euren Ring des Paktes trennen. Wir werden auch dafür bezahlen. Wenn es euch wirklich nichts anderes übrig bleibt, gebe ich ihn umsonst. Warum? Seit einiger Tagen ist meine Tochter verschwunden. Sie war bestimmt in Sorge um die Elementgeister und wollte nach ihnen sehen. Ein Mädchen allein an einen Ort wie diesen? Das ist viel zu gefährlich. Bitte. Da ihr uns den Ring des Paktes gebt, werden wir uns nach ihr umsehen. Sie heißt Amberg und sie trägt stets einen Pferdeschwanz. Sie sieht aus wie ein Wildfang. Sie hebt sie von der Masse ab. In Ordnung, wir suchen nach ihr. Der Elementgeist des Windes lebt am äußersten Ende des Tals, jenseits der Hängebrücke. Opal erhalten. Ja, das werde ich doch mal sagen. Das ist doch schon mal ganz gut gelaufen. Mal noch hier umgucken. Jenseits der Hängebrücke. Hier kommen wir nicht weiter. Lol.
Ja, genau. Das ist, ja. Oh, Item. Kann ich das so einfach durch? Ja. Flink-Cap erhalten. Ja, ich sehe schon, wir haben wieder 20 Minuten voll. Ich würde daher sagen, das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part von Tales of Phantasia wieder. Bis dahin, ciao, Freunde.